Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Age of Wonders 3, der Beta. Ich bin jetzt gerade am Überlegen gewesen, ob es vielleicht sogar möglich ist, von hier meine Feen... Nein! Guckt euch das an! Guckt euch das an! Einen zu wenig können die gehen. Es gibt doch nicht. Okay, warte, ihr geht trotzdem dahin. Zur Verstärkung meiner Armee hier. So, komm mal her. Ihr geht darüber. Zack, jetzt sind wir zu einer Armee vereint worden. Und wir könnten sogar noch eine nach unten gehen. Also vielleicht habe ich dann die Möglichkeit von dort aus... Wieso kann ich Sundren eigentlich nicht mehr bewegen? Ist natürlich ein bisschen ärgerlich mit dem Autosave so. Entweder muss ich öfter selber speichern. Oder... kann man das Autosave irgendwie umstellen, weil stell mal vor, wenn ich jetzt den Helden schon bewegt hätte hier, ihn hier, wenn ich ihn schon bewegt hätte und Sundren auch schon bewegt hätte, also nichts mehr hätte machen können, das Autosave greift und dann kommt der Kerl an und haut mir den kaputt. Da muss ich die ganze Mission auch mal von vorne spielen. Ich schau mal eben, ob ich im Menü bei Optionen vielleicht irgendwo... automatisches Speichern. Ja, ich kann aber keine zusätzlichen Einstellungen tätigen. Das ist ärgerlich. Wir beenden unseren Zug jetzt mal und schauen. Ach, guck mal. Guck mal, wer sich da auf einmal nicht mehr hertraut, weil wir hier so ein paar Feen haben. Okay, gut zu wissen. Wählt ein Talent zum Erforschen. Wir haben jetzt hier wieder unser Maximum an Dingens bekommen. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach nochmal Nacht und Nebel, würde ich sagen. Das erhöht ja nochmal unsere Vorkommen. Sehr schön. Verbessert euren Helden. Wodurch ist Sundren denn jetzt aufgestiegen? Man weiß es nicht. Ich würde gerne mal schauen, was wir hier so Schönes haben. Rüstungsdurchschlag verursacht 2 Schaden gegen gepanzerte Einheiten. Erhält zusätzlich Rüstung gegen Fernangriffe. Oh, 2 Sichtweite. Dirty Dozen, die 12. Kontrolle durchbrechen. Nö. Härter als Stahl. Alle Einheiten in der Armee der Helden erhalten Rüstungsdurchschlag, wodurch sie plus 2 Schaden bei gepanzerten Einheiten verursachen. Auch nicht schlecht. Betäubende Berührung versucht eine feindliche Einheit zu betäuben. Ich würde sie gerne noch mal ein bisschen stärker im Fernkampf machen. Wenn ich das jetzt nochmal mache, könnte sie noch... Was ist ein Erstschlag? Die Einheit greift zuerst an, wenn sie sich verteidigt, sofern die angreifende Einheit nicht ebenfalls über Erstschlag verfügt. Oh, okay, das ist nice one. Da nehme ich mir dann doch den Erstschlag. So, und jetzt habe ich nur noch einen Punkt. Und es gibt nichts mehr für einen Punkt. Na gut, dann muss ich wohl oder übel warten. Dann muss ich wohl oder übel warten. So, Sundren könnte bis hierhin gehen. Das macht sie auch direkt. So, und wir sehen den Gegner nicht. Also der hat sich scheinbar wirklich zurückgezogen. So, wie weit könnte er jetzt gehen? Bis hierhin. Machen wir einfach mal. So, jetzt haben wir hier das Teil besetzt. Das erzeugt also keine Einkünfte in dieser Runde. Und ich würde mich eigentlich gerne vor seine Tore stellen. Ja, machen wir einfach mal. Wir stellen uns hier mal hin und versperren hier die Wege. So, eine Produktion muss gewählt werden. Was ist denn diese aphrodisische Blume? Feind der Einheit im Gebiet dieser Behausung erhalten einen Malus von -4 Resistenzen. Oh. Ja, komm, das machen wir einfach mal. Man gönnt sich doch sonst nichts. Eldaste muss auch etwas Neues wählen. Wir hätten hier zum Beispiel einen Tempel, der uns noch mehr Mana gibt. Haben wir aber eigentlich genug. Ja, wenn, dann bräuchten wir Geld. Arena, ein Holzwall. Na komm, wir bauen mal einen Holzwall. Der schützt uns dann ein bisschen. Und ich würde sagen, wir... Ist das jetzt hier eigentlich noch besetzt in dieser Runde? Nee. Okay, ich hätte da also stehen bleiben müssen. Naja, gut. Gut zu wissen. So, ein neuer Tag bricht an.
Jetzt wollen wir mal schauen. Oh, das ist aber hier eine schwache Armee. Das hier ist eine etwas stärkere Armee. Und ich würde sagen, Sundrin kann die einfach mal direkt angreifen. Oder was meint ihr? Wow, oh geil, guck mal, es gibt sogar... Alter Vater, so eine Stadt kann von 6 Positionen aus angegriffen werden. Und ich würde mal sagen, wir machen trotzdem den manuellen Kampf. Ja, nice one, jetzt haben wir hier eine richtig dicke Schlacht, Leute. 2 Armeen von uns gegen eine Armee und ja, so ein paar Kackeinheiten von ihm. Das ist die Stadt, scheinbar hat die auch keine Mauer. Wo steht denn unser Companiero? Der steht hier unten. Alter. Wie viel Schaden hat das gemacht? Hey, Moment doch mal. Ich zoome mal ein bisschen raus, Leute, dass wir ein bisschen mehr Überblick haben, ne? So, ich muss mir gleich mal anschauen, was die da reingehauen haben. Diesen dicken Zauber. Die stehen alle hier dicht an dicht. Nur doof, dass ich, glaube ich, keine Flächenzauber habe. So, wie viel Schaden habt ihr denn hier bekommen? Wow, 20 Schaden direkt. Das ist schon ziemlich viel. So, wie weit kommen die alle? Die müssten sich alle bewegen. Außer er, ja doch, die müssten sich alle ein bisschen bewegen. Um dann in unsere Reichweite zu kommen. So, unsere Feen sind jetzt scheinbar nicht ganz so schnell. Obwohl, oh, die haben einen Zauberspruch auch noch. Das Feenfeuer, Reichweite Mittel. Oh, geil, guck mal, das kann sogar noch treffen. Machen wir einfach mal. Macht zwar nicht ganz so viel Schaden, aber hey. So, wenn ihr hierhin geht, habt ihr dann 2 Schuss? Nee, sind nicht in Reichweite. Das ist natürlich jetzt schade. Dann geht ihr einen hier vor. Und Schadensabzug für Entfernung. Wenn ich jetzt noch einen rangehe, immer noch Entfernung. Schade. Aber Lucky Shot oder was auch immer das heißt. So, ihr geht hierhin. Dann dürftet ihr schon 2-mal treffen, oder? Ja. Schadensabzug für Entfernung ist mir aber egal, weil ich ja 2-mal schießen darf. Auch wenn ich jetzt hier minimal Damage mache nur. Wie viel haben die eigentlich noch? Immer noch 33, na gut. So, du brauchst nur eine nach vorne gehen, dann kannst du schon 3-mal hier angreifen. Schadensabzug für Entfernung. Jetzt wäre natürlich gut zu wissen, sieht man das hier dran irgendwie? Ab wo es denn den vollen Schaden macht? Ich bin mir nicht sicher. Deswegen würde ich mal sagen, wir greifen einfach 3-mal an. Was man hat, hat man, meine lieben Freunde. So, sehr schön. Wenn ich hierhin gehe, kannst du noch nicht. Also hierhin, dann darf ich auch nur noch 2-mal treffen. Aber auch das gönnen wir uns einfach mal direkt. Und jetzt sind die schon ordentlich geschwächt. 17 nur noch. So, und er hier, kann er nicht noch irgendwas Schönes? Wie weit könnten die kommen? Bis dort. Warte. Bis dort nicht. Also, wenn ich mich hier hinstelle, bin ich ganz gut versteckt. Kann aber nicht angreifen, aber ich kann natürlich noch zaubern. Und ich mache einfach mal die guten alten Wurzelstiche hier. Zack! Und das hat die getötet, Leute. Wir haben die erste Einheit schon getötet, nur mit unseren Fernangriffen. Das ist doch schon mal was. So, Sundrin. Hast du auch irgendeinen geilen Zauberspruch? Ach, ich darf nicht mehr. Ich darf nur einen Zauber pro Runde wirken. Okay, wollen wir mal gucken, wie weit kommen die? Die würden bis dort kommen. Das heißt, wenn ihr euch hier hinstellt, dürftet ihr nicht mehr angegriffen werden. Ich ziehe mich ein bisschen zurück, um dann direkt gleich ihm volle Breitseite geben zu können. Das ist jetzt mein Plan. Und umso weiter die Gegner laufen müssen, um mich zu treffen, umso besser ist es natürlich auch für mich. So, sehr schön. Und was ist hier los? Der würde da noch rankommen. Das heißt, du stellst dich einfach mal einen zurück. Der muss ja in den Nahkampf reinrennen. Und der wäre Fernkämpfer. Die müssen 2 mindestens nach vorne gehen. Der kommt auch nicht ran. Pass mal auf, den geht ihr hier hin. Und dann würde ich die Runde einfach gerne beenden. Die gehen jetzt alle automatisch auf Dingens. Und da kommt der Feuerball wieder runter. Eine Einheit haben wir verloren, ist aber nicht weiter tragisch. Da kommen die Fernkämpfer, die gegen unseren Helden schießen. Aha, okay, mach das doch. Können aber alle nur noch einmal schießen. Und genau so war das ja auch geplant, Leute. Und jetzt kommen wir gleich mit unserem Gegenangriff und dann zeigen wir ihm mal, was eine Hake ist. Guck mal, Gamblack, eine Hake, damit kann man hier das Beet richtig schön umgraben. So, yo, die stehen alle sehr gut.
Gut, sehr, sehr gut. Jetzt würde ich gerne mal mit Sundren zaubern. Und zwar den Giftklingenregen. Da weiß man immerhin noch, was Sache ist. Einfach mal gegen die 10 bis 14. 12 bis 18, nice one. Ich glaube, ich mache gegen die hier. Da bekommen wir mega Schaden rausgerotzt. Zack, sehr schön. Wie viel haben die noch? Die haben nur noch 9. So, okay. Jetzt stehen wir hier. Was ist das hier eigentlich? Magie bannen. Nein, wir machen hier mal direkt. Wow, 7 bis 11 Schaden, weil wir so nah dran sind. Das ist geil. So, da hat nicht mehr viel. Aber ich würde ganz gerne mal eben die ganzen Feen jetzt erstmal nach oben holen. Also, pass mal auf. Du könntest sogar schon angreifen. Hast aber noch ein Dingens. Geh mal ein bisschen näher ran. Ey, geil. Noch nicht mal mehr den Malus für die 50% Abzug und einen Flankenangriff. Also der rotzt jetzt richtig Damage gegen den rein. Die dürften besiegt sein dadurch, ja. Nice. Wirklich sehr nice. So. Müssen wir irgendwie anders regeln. Warte mal. 1, 2, 3. Da muss ich ordentlich nach vorne gehen. Habe ich, glaube ich, nur noch einen Schuss. Wenn ich hier hingehe, reicht das schon? Oh ja, wird schon reichen. Okay. Und wenn wir noch zweimal angreifen gegen die. Also das Feenfeuer ist echt nice, weil das so viele unterschiedliche Schadensarten abdeckt. So, du wärst nur noch einmal schießen können, oder? Wenn du hier hingehst, ist zu weit weg, ne? Ja. Einmal kann er also nur noch schießen. Das ist natürlich wirklich schade. 50%, warte mal, geh nochmal ein Stück nach vorne. Immer noch den Abzug. Boah, trotzdem ordentlich Damage rausgerotzt. So, du kannst noch zweimal schießen, das freut mich. Du wärst sogar noch öfter schießen können. Oh, ich kann sogar dreimal. Wie viel hat er noch? 26, okay. Machen wir. Das sind schon mal 7. Und 8. Und nochmal 8. Okay, 16, 25. Das heißt, er hat nur noch 3 Lebenspunkte. Das bedeutet, ich stürme. Das Ziel hat den ersten Schlag. Das ist natürlich jetzt ein bisschen uncool. Ja, wir haben ja noch genügend Einheiten. Warte, die haben sich schon bewegt. Die haben schon geschossen. Ihr könntet noch. Also die Feen sind alle fertig, ne? Ja. Wo gehe ich denn mit dir hin? Wenn du hier hingehst, könntest du zweimal angreifen. Aber alles ist außer Reichweite. Das ist natürlich scheiße. Ich greife hier mal an. Okay, so, die wurden besiegt. Und du, mein lieber Companiero, gehst dann nach hier vorne. 22 hat er noch. 2 bis 4. Das ist echt wenig Schaden, was wir jetzt hier machen. Aber er hat einen Lucky Shot. Und das bedeutet 6 Schaden. Na gut, immerhin. So, Fernkämpfer haben wir hier. 1 bis 2. 5 bis 7. 5 mal 3 wären 15. Den würden wir nicht besiegt bekommen, selbst wenn wir alle Dinger als Treffer reinrotzen. Das wäre nur noch ein Schaden. Wie viel hat Sundren denn? 54. Weil die hier sind echt stark, Leute. Gegen die würde ich mir gerne was einfallen lassen. Da können wir noch dreimal treffen. Okay, wir müssen diesen Trupp dort auf jeden Fall schwächen. So, die haben noch 52. Okay. Na, ich werde die nicht im Nahkampf angreifen, ey. Die haben schon, die haben aber noch nicht. Auch das wäre Nahkampfangriff. Das sind Klingenbogenschützen. Ich weiß nicht, ob ich die Fernkämpfer lieber angreifen sollte. Der kann dreimal zurückschlagen. Das wäre ziemlich böse für unseren Trupp. 6, 12, 18. Und es ist noch nicht mal bestätigt, dass wir den töten können. Er hingegen hat gute Chancen, uns umzubringen. Das ist doch nicht normal, ey. Kriege ich hier irgendwie einen Flankenangriff hin? Scheinbar nicht. Sundren darf gar nichts mehr machen. Stimmt, die hat gezaubert, die Alte. Ach, egal. Guck mal hier. Wir können ja die Schwertkämpfer... Holen wir uns notfalls ein paar neue. So. Und ihr geht dann auch in den Nahkampf. Und das dürfte deren Tod dann sein.
Ja, okay, sehr gut. Jetzt kommt er gleich. Und er hat noch 3 Einheiten. Also ich sehe da kein Problem. Das sollten wir eigentlich gewinnen. Klar, wir haben jetzt auch ein paar Verluste erlitten. Aber so ist es nun mal. Dass man auch mal mit Verlusten da rausgeht. Und er geht gegen... Oh! Na egal. Das sind nur die Schwertkämpfer. Die interessieren mich nicht so sehr. So, jetzt haben wir hier oben so ein paar Leutchen. Lasst uns erstmal so ein bisschen mit den Feen angreifen. Wenn die hier nach vorne geht, kann die sogar direkt 3-mal treffen. Der Flankenangriff, der hat aber ordentlich reingerotzt. So, wie viel hat er noch? 20 nur noch. Guck mal hier, die hier haben noch den Malus. Warte mal, geht mal ein Stück nach vorne. Und ja, jetzt kann ich 3-mal treffen für volle Schaden. Und das ist auf jeden Fall der Tod von diesen Einheiten dann. Wow, also diese Butterblumenfeen. Ich weiß ja nicht, Leute, wie ihr die findet. Aber ich finde die ziemlich nice. So, das reicht nicht. Okay, die muss nach ganz vorne gehen. Und dann könnte sie hier den Flankenangriff forcieren. Dort auch. Oh, das wird richtig Damage reinrotzen. Sehr schön. Und die letzte Fee, oh, die kommt, glaube ich, gar nicht in Schussposition, ne? Nee. Nee, schade, leider nicht. Was ist mit ihr hier? Auch nicht. Er hier wäre noch. Aber erstmal kommen unsere ganzen Fernkämpfer dran, würde ich sagen. Geh mal hier hin. Dann hast du 3 Schuss, wa? Ja, nice one. Ich muss noch mal schauen, wie die Reichweite von Mittel und so weiter sich genau aufteilt. Ob es da irgendwie eine Liste oder sonst was gibt. Wenn ihr einen nach vorne geht, dürftet ihr auch 3-mal treffen. Oh, ohne Sichtbehinderung sogar. Das könnte der Tod dieser Einheit sein. Jau, das ist der Tod dieser Einheit. Sauber. Jetzt ist es allerdings so, dass hier nicht mehr viele Leute dran sind. Die Sundrin darf gleich noch. Und die dürfen noch. Oh, 12 bis 18. Ha, okay, das ist der Tod. Ich mache 18 bis... Oh, okay. Das Ziel wird zurückschlagen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das Ziel wirklich noch zurückschlagen wird. Zack, denn Sundrin kommt da angeritten und tötet alle mit einem Schlag. Wow. So muss es sein, Leute. Wir haben eine Errungenschaft bekommen. Der Siege Master. Wahrscheinlich, weil wir hier jetzt eine Stadt erobert haben. Wir schließen hier dieses Fenster erstmal. Und diese Stadt gehört jetzt uns, Leute. Die Stadt erwartet unser Schicksal. Wir dürfen jetzt entscheiden, was wir mit dieser Stadt anstellen werden. Ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr mit dieser Stadt machen würdet. Mal gucken, was wir dann wirklich machen werden. Und wir brauchen neue Einheiten, Leute. Wir haben mit Sundrin nicht mehr so viele. Ich finde die Feen ziemlich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss mal schauen, ob ich ein paar Feen rüberziehe für die Bogenschützen. Weil ich habe das Gefühl, die Feen mit den, mit dem ganzen Elementschaden, die hauen richtig rein. Also, finde ich zumindest. Alles klar, Leute, ich mache an dieser Stelle einen Cut für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.